Nehmen wir mal an, eine Kuh hat gerade gekalbt. Was wird diese Kuh ihrem Kalb in den ersten Wochen und Monaten als Nahrung, als Lebensmittel zur Verfügung stellen? Die Muttermilch, wie wir Menschen das ja auch machen oder zumindest machen sollten. Nun, jetzt lassen wir doch mal diese Muttermilch entsprechend chemisch, analytisch untersuchen. Und dann ist es doch interessant, dass wir feststellen können, dass in dieser Kuhmilch extrem viel Kalzium vorhanden ist. Wir können es chemisch, analytisch nachweisen. Und jeder Wissenschaftler wird uns jetzt darstellen, gerade die Biochemiker, wie wichtig die Milch ist, weil wir eben Kalzium entsprechend in unseren Knochen haben. Und daraus resultierend argumentiert man ja, wir brauchen Kalzium für unsere Knochen, für unsere Zähne. Und wenn wir erwachsen sind und das nicht mehr so viel trinken sollten, dann sollten wir es doch wenigstens den Kindern geben. Sie alle kennen den Slogan, die Milch macht's. Sprich, damit die entsprechend heranreifen können. Dann stellen wir fest, dass wir in dieser Milch entsprechend viel Eiweißbausteine vorfinden können. Man wird uns sagen, ja, das Eiweiß dient dazu, um letztendlich Körpereiweiß zu bilden. Es spaltet sich auf in seine Aminosäuren und sorgt dafür, dass wir Muskelgewebe bilden können. All das ist richtig und ich würde es mit Sicherheit nie in Frage stellen. Das ist die biochemische Betrachtungsweise der Zusammenhänge von Kuhmilch. Jetzt machen wir aber mal einen kleinen Versuch. Wir Menschen stellen uns zwischen die Natur. Wir werden nämlich der Mutterkuh nun ihre Muttermilch mal kurz ausleihen. Wir bringen sie auch bald wieder zurück. Wir werden diese Muttermilch nicht mit Milch von anderen Kühen vermengen und vermischen, damit wir auch wirklich einen objektiven Versuch haben. Und werden nun diese Muttermilch dorthin bringen, wo man sie eigentlich hinbringen muss, damit man ihnen die Milch in einem Lebensmittelladen als Lebensmittel überhaupt verkaufen kann, nämlich in eine Molkerei. Und in dieser Molkerei werden wir jetzt genau das machen, was notwendig ist, um dieses Lebensmittel länger für sie haltbar zu machen. Wohlgemerkt muss ich dazu sagen, wir werden die Milch gar nicht dabei vergewaltigen, also wir werden sie nicht sterilisieren oder homogenisieren. Nein, ein rein kleiner mechanischer Vorgang, die sogenannte Pasteurisierung. Das kennen Sie alle, die Milch ist immer pasteurisiert, die Sie kaufen. Und 2 Stunden später werden wir dann diese pasteurisierte Milch von dieser Mutterkuh wieder zurückbringen zum Kalb und von dannen dieses Kalb nun diese pasteurisierte Muttermilch trinken lassen. Bevor wir das machen, lassen wir es natürlich auch nochmal von den Biochemikern wieder untersuchen, weil wir wollen ja auch die Bestätigung, ob wir nicht etwas durch die Pasteurisierung verloren haben. Und siehe da, Wunders, was ist geschehen? Wir haben nichts verloren. Es ist noch genauso viel Kalzium drin. Es ist noch genauso viel Eiweiß in dieser Milch drin. Und deshalb schreibt man es Ihnen auch alle auf die Verpackung rauf, was da so wunderbar Tolles alles drinnen ist. Und nun lassen wir dieses Kalb diese Muttermilch, die pasteurisierte Muttermilch trinken. Und es ist nicht interessant, und das sollte wirklich Ihre Kritik bewegen, dass dieses Kalb innerhalb von 21 Tagen tot sein wird. Wie ist das möglich? Es ist doch noch alles drinnen und trotzdem stirbt das Tier. Chemisch-analytisch hat sich überhaupt nichts verändert, aber das Kalb wird sterben. Wir haben der Milch nämlich das genommen, was das Kalb benötigt. Nicht Kalzium und Eiweiß, sondern das Leben. Wir haben durch die Pasteurisierung die Molekülaufbausteine in der Milch destrukturiert. Wir haben die Struktur zerstört, wir haben die Geometrie der Milch zerstört. Und wenn sie somit zwar materiell betrachtet, chemisch-analytisch betrachtet, immer noch die gleiche Milch ist, so fehlt ihr doch entscheidend das, was wir eben die Milch nennen, ein Lebensmittel. Jetzt ist es kein Lebensmittel mehr.